Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen jetzt mal raus in die Stadt gehen und da schauen wir mal, was denn so passiert. You, Stranger, just unlock. I got everything you need right there. You need a map? I got a map. You need compass? I got a compass. You need our souvenirs for Chapeau for friends and relatives. I got the best souvenirs in town. Das hört sich doch gut an. Was ist denn das da für einer? It's one of the local guards. The well-kept places of Chapeau are auctionally in shape. To the north, a street leads to the rest of the city. To the south, a massive gate marks the beginning of the desert. Also da geht's in da raus. Okay. Und das sind einfach nur, ist ja local townsperson, ja, ganz normale NPCs. The sign says that the door leads to the Cutter's Trail Inn. The odd character in this at the stand seems fractionally familiar. You see a charming young cutter with a smile for you. The flowers at the flower stand are very beautiful indeed, and a charming young cutter girl has a smile for you. You see here Cutter Musician playing some sort of musical instrument and charming a dangerous looking snake. There are some brass cones thrown into the bowl. The snake took a wrong turn one day and wound up listening to a Cutter who likes to think he's Benny Goodman. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist mit Sterben oder mit Nichtsterben. Wir machen... Ah, okay. Wenn ich das so mache, dann wird immer das Ding überschrieben anscheinend, richtig? Ja. Okay. Das heißt, wir haben immer nur einen Quicksave. Es sei denn, ich sage Quicksave 1, 2, 3 und so weiter. Lass uns mal mit dem hier reden. Cutter hört sich nicht schlecht an, finde ich. You look like such fine person. Have I got a deal for you? Special today only, I sell you a genius made in Japan glow-in-dark turban, which says my father went to Chapeau and all he brought me was. But maybe you got no kids? Then that you want is that what I got right here, a Chapeau in a bottle. You shake it and you see Chapeau in a sunstorm. I sell it just up for you for only twice that it's worth. Naja. Name? My name is Alishika. You're gonna ask me questions, or you're gonna buy what it sell? I don't make a living off your answers. I heard that there was a stranger in town who asked a lot of questions. Ich glaube, das sind wohl wir. Wobei, wir haben noch nicht viel gefragt. Vor allem mal Märchen, da können wir wahrscheinlich dann Sachen kaufen. Fragen wir doch erstmal die anderen Sachen hier. This is a nice a town and nice a land. You need my map to find it. The way to the fountain, take the road Chonap Tarik. Keep going until you get wet. Then you find the fountain. Ja klar, wenn wir im Wasser drin stehen, dann haben wir es natürlich gefunden. Isn't that where you take a ice cream and put a whipped cream and fudge on the top? Okay. Rasia? I understand the sightseeing business is not too good there. Okay, merchant. I sell you what you need. What more can you want? Price? The map is 100 centimeters. The price, a compass, is 100 centimeters. This is finest souvenir stand in town. I personally guarantee it. This is also only souvenir stand in town. You need a souvenirs? I got them. How about a pair of glow in the dark socks of Chapeau? This away, you no lose your feet at night. Yeah, something else. Also, wir haben eigentlich nur zwei Sachen. Aber wie sich's anhört, können wir mit unserem Geld nicht zahlen. Wir müssten wahrscheinlich erstmal tauschen. How you think you're going to find her yourself with no map?
I sell you one sheep, only 100 centimes. Special edition today with says you are here with a big AX. Ah. Wir haben aber kein Geld, beziehungsweise wir müssten das Geld erstmal tauschen. Die Frage ist, können wir es bei dem tauschen oder vielleicht können wir es bei den anderen im Dings tauschen? Wait a minute, what do you think? I am money changer? Your money is a no good. You need to get to gotta this changed to diners and cinemas before you can buy a something. Genau das dachte ich mir. Reden wir erstmal mit dir. Flowers of beauty, flowers of fragrance, most wonderful. Flowers to bring cheer to your day. My name is Lisha, which means quiet one in the language of Jakarta. I would be honored to sell you some flowers, hero of the north. They are mere 10 sentiments. Aber können wir leider nichts kaufen, weil wir noch kein Geld haben. A strange sort of person, even for a human. His name is Hita. He is shy, but a very good musician. He performs at the inn sometimes in the evening. He makes his living by performing in the bazaar. The name of the snake is Hissa. His is Hita's companion and music critic. Ja, okay, das war wohl das hier. Ja, okay. Gehen wir nochmal zurück. Ich muss nämlich mal schauen, ob er vielleicht... Vielleicht können die ja tauschen. Ich meine, sie sind ja Händler. Und wir brauchen unbedingt hier an Geld. You need no need of money in our home. You will have free room and board as long as you are our guest here. Ja, keep it to yourself. Müssen wir uns erst setzen, bevor wir das machen können? Da hinten ist auch noch jemand. Sehe ich gerade. Nee, geht nicht. Okay, da müssen wir irgendeinen Ort finden, wo wir tauschen können. Wir haben leider absolut kein Geld. Okay. Ich will mal ganz kurz nochmal speichern und dann will ich mal einfach mal spaßeshalber in die Wüste rausgehen. What's matter you? You're not like Bill. Ja, bla bla bla. So, you are the stranger to the Martians are talking about. The gate to shop here is always open, but never have I seen an entrance to the city like yours. To fly in one of the carpet, it must be grand. My name is Ansorviunt, which means delight in existing things. I hear much talk from around the city in my duty as a guard. What can I help you with? It is said that in Rhaesia it is death to break the smallest of laws. The duty of a guard is chapeau to make certain all people are safe from violence or other doing. The gutter tail inn is the gate plaza. The fountain is the heart of the city. Her shop is at the south of the diner Tarik. Da haben wir's ja, das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Süd End. Da wäre aber jetzt gar nicht so schlecht, wenn wir auch einen Kompass hätten. So. Aber das ist gut zu wissen. Gut. The desert is a very dangerous place for any man. In the middle of the day, the sun will burn one. At night, many fool monsters prowl in search for easy prey. Das heißt, wenn wir am Tag runtergehen, werden wir gebraten. Wenn wir in der Nacht gehen, werden wir vom Monster angegriffen. The dunes are all alike and it is easy to lose one's way. Only if one is properly prepared can one endure, or when one travels in a caravan. Dunes are the waves of the desert.
It is my duty to protect the city against monsters that approach it. The brigands of the desert and the swift pterosaurus make travel by day in the desert even more dangerous. The brigands will happily kill you for whatever you carry. The pterosaurus will hunt you for your flesh. Only the brave and foolish travel the desert alone in the daytime. Das hat sogar Punkte gegeben, hier zu fragen. Brigand? The brigands will happily kill you for... Ja, das hat man schon. Ja, okay. Das war das. Preparation. You must never travel in the desert without a source of water. You will need to buy a water skin from one of the Martians. A compass is useful to keep from getting lost. Food supplies to keep away hunger are a good idea. The one thing that will aid you most to stay alive in the desert is a good riding saurus. You can see the riding saurus in the stable over there. They are intelligent and brave creatures willing to obey the slightest command from their master. They will take you wherever you wish and come to you at against monsters. Best of all, they can always find their way back to where they are stabled, so you need never get lost. The Cellosaurus will be here tomorrow. Perhaps you can purchase one then. It costs but 50 centimes to stable a Saurus there. It shall be watered and fed regularly. It is against our laws to bring a Saurus into the city, since it can be fled in defense of an owner. The Cellosaurus is a strange man. I have not heard one who can talk faster when trying to sell a Saurus. Okay, caravan? A caravan is many travelers journeying together. It is much less dangerous that way. There will be a caravan in Russia in 16 days. It is said that the duty of the guards of Russia is to make certain of people obey the many laws. Ja, okay. Was ist denn das hier? Können wir das da mitnehmen? The coral is used to keep the Saurus pent in. Ja, okay. Dann gehen wir da auch gar nicht weiter, hier denke ich. Andererseits, ich würde gerne mal wissen, wie das in der Wüste aussieht. Einfach Spaß ist aber, ich meine, wir werden es früher oder später machen, aber... Ich denke, wir sollten uns eher erstmal die Stadt anschauen. You are not likely to live long, if you go that way. One cannot travel in the desert unless one is better prepared or joins a caravan. Okay, das ist die Wüste, aber ja, da sind wir tatsächlich, da können wir uns verlaufen ohne Ende. Nee. Wir bleiben in der Stadt und schauen uns eher die Stadt an. Das war jetzt auch nur mal ein kurzer Ausflug, einfach mal um zu schauen, wie es hier draußen aussieht. Aber wir sollten in der Stadt bleiben. Und wir sollten unser Geld wechseln. It's good that you have returned safely from the desert. Aber es war auch gut, da rauszugehen. Ach, du Schande. Okay. Es war auf jeden Fall gut, da rauszugehen, um mit dem Wachmann zu reden. Das war ziemlich gut. Und ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich auch hier in der Stadt verlieren, oder? You are walking through one of the many twisty streets of the city. It's a door. No doubt about it. Aha. Listen at door. When you listen very carefully at the door, it rumbles from deep within and says, I'm the door of destiny. Okay. No one hears your knocking. As you expected, the door is locked and bolted. Das ist wahrscheinlich überall dasselbe. Aha. Someone is whistling a familiar tune in an odd key behind this door. Aha. Ah.
Gutterblaze? Junab Tarik. Okay. Da steht auch, wohin wir kommen. A discarded barrel rests nearby. While a barrel, right? Sounds exciting. There's no waterfall nearby. Okay. Da geht's nach Merit Darb. Sharky Darb. Junab Tarik. Mhm. Merit Darb? Gehst du automatisch weiter? Okay. Ah, nein. Nein, nein, nein. Das wollte ich doch gar nicht. The western section of the city is visible beyond the roofs of the nearby buildings. Muss ich jetzt wissen. Wir laufen jetzt wieder von unten nach oben. Dabei sind wir ja nach links abgebogen. Wenn wir jetzt hier so lang gehen. Churup, churup. Sharky. Ja. Wir laufen immer von dahin. Das heißt, wenn wir jetzt hier rechts gehen, müssten wir wieder zum Ausgang gehen. Oh je. Ich glaube, das muss ich mir ein bisschen aufzeichnen. Die Frage ist nur, wann ich das genau mache. Hm. Ob ich das irgendwann nach dem Dings mache. Nach der Aufnahme mach. Weil jetzt ist es ein bisschen schwierig, das zu zeichnen, glaube ich. Ja, ich muss mal schauen. Ach du Scheiße. This traditional wooden window are square shaped and have been built into the wall. Ist das hier? You see nothing from interest here. Aha. Kommen wir auch nicht durch. Und das ist jetzt die einfache Variante. Dann würde mich schon mal interessieren, wie die, oh. Da ist auch ein Tor. Wie dann die heftigere Variante ist. Die Originalvariante. Oh. Hier sieht's doch interessant aus. Hm. Okay, aber nur verschlossene Türen. Ach du Schande. Hier zurechtzukommen, das ist... Die Tür sieht anders aus. Hm. Ah, da geht's jetzt nach Kanchak Tarik. Okay. Ja, das muss ich mir aufschreiben. Vor allem, die Stadt scheint riesengroß zu sein und wir scheinen nichts zu finden. Aber ich könnte mir vorstellen, als Dieb und Schlossknacken könnte man da einiges rausholen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Aber ansonsten scheint es hier recht wenig zu geben. Oh, was ist das hier? Barrel full of animal entrails. Lovely. That would give you no definition of to the term lucky dip. Ja, okay. Oh, da steht was an der Wand. Moment. Was ist das hier? We are walking through one of the many twisted streets of the city. Okay, ich dachte, ja, kann man nicht lesen anscheinend. Aber da scheint was Interessantes zu sein. Ha? The sign would indicate that the door beneath it is the entrance of the adventurer's guide. Das ist doch jetzt mal interessant. The great just before you looks like a cross between a centaur and a lion. A muscular upper torso and lionine features add a certain ferocity to his appearance. But his eyes look kindly and calmly back at you. You notice a bandage is wrapped around his hind leg.
The mosaic tile work. It's exceptionally well crafted. You see a dark passage leading north. The street sign reads, Saved up with Min Swat Avenue. Okay. Ja, ich wollte auch hier mal Schluss machen. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal die Gildenhalle an. Und ich muss unbedingt hier mal eine Karte dafür zeichnen. Wobei, wir können ja uns auch eine Karte kaufen, wenn wir mal Geld gewechselt kriegen. Und ich denke mal, das wird eine Karte sein von der Stadt. Und dann können wir uns dann, denke ich mal, ein bisschen besser hier umschauen, was Sache ist, ohne uns zu verlaufen. Na gut. Wie dem auch sei, bis dahin sollte ich die Karte selber zeichnen. Und naja, wie dem auch sei. Macht's mal gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.